Herr Honecker, vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Welche Themen bewegen Sie momentan im Wahlkampf? Grüß Gott. Das Thema, das mich ohnehin immer bewegt, nicht nur im Wahlkampf, ist die Art, wie Demokratie in Österreich gemacht wird. Mhm. Nicht nur in Österreich, sondern in Europa und eigentlich leider Gottes auf der ganzen Welt. Die Demokratie funktioniert so, wie sie vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren auch schon funktioniert hat. Man entsendet Abgeordnete ins Parlament und meint, die werden es dann schon besser machen als andere Leute. Man meint das aus zwei Gründen. Aus welchen Leute? Na, als die sonstige Bevölkerung. Man schickt halt Abgeordnete ins Parlament und die machen dann die Gesetze und man hofft... Aber nicht dass besser unbedingt, oder? Nein, aber man hofft, dass sie es besser machen, als wenn die gesamte Bevölkerung abstimmen würde über alles. Mhm. Das wäre auch nicht möglich. Und zwar aus zwei Gründen wäre es nicht möglich, die gesamte Bevölkerung einzubinden. Einerseits, es hat nicht jeder Zeit, über alles abzustimmen. Und andererseits, es hat auch nicht jeder die Kompetenz, über alles abzustimmen. Mhm. Sondern jeder in einer arbeitsteiligen Gesellschaft kennt sich halt in einem gewissen Bereich aus. Mhm. Und in den meisten Bereichen halt auch nicht. Das Problem ist nur, es geht den Abgeordneten auch nicht anders. Die kennen sich auch nur in einem gewissen Bereich aus und sind in vielen anderen Bereichen auf Kompetenz von außen angewiesen. Ich habe Jus studiert und ich bin drauf gekommen, dass es Bereiche gibt, wo die Gesetze durchaus nachvollziehbar sind. Eine Straßenverkehrsordnung, das ist klar, dass die Autos nicht zusammenfahren sollen und so weiter. Aber wenn es zum Beispiel dann, immer dann, wenn es daran geht, Gesetze zu beschließen, wo wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, mhm. Steuerrecht und so weiter, plötzlich Lobbyinteressen direkt im Gesetz stehen. Warum der eine 19 und der andere 23% zahlt, an Steuern ist ausschließlich Einfluss von Lobby. Und dieses Übergreifen von Wirtschaft auf die Politik ist dem geschuldet, dass wir halt heute Politik machen, wie es auch schon vor 100 Jahren war. Und was mich bewegt ist, dass das seit relativ kurzer Zeit eigentlich nicht mehr notwendig ist. Weil seit 20 Jahren ist es möglich, dass sich die Gesellschaft übers Internet vernetzt. Mhm. Und es ist nicht nur eine reine Vernetzung, sondern es ist auch möglich, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Wenn ich, und zwar... Also in einer komplizierten Steuerrechtsfrage, weil Sie das jetzt gerade als Beispiel auch angeführt haben, glauben Sie, dass es eine vernünftigere oder gerechtere Lösung zu finden wäre, wenn alle wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher versuchen, gemeinsam einen Gesetzestext im Internet zustande zu bringen? Abstrakt gesehen, ja, es kommt nur darauf an, wie man es umsetzt. Das Problem ist, dass direkte Demokratie heutzutage sehr verschrien ist, weil man es eben mit Mitteln macht, die sehr rückschrittlich sind. Wenn man sich aber anschaut, was wirklich möglich wäre, wieso macht man das jetzt mit rückschrittlichen Mitteln? Eine direkte Demokratie funktioniert bei uns in der Wahlzelle wie auch die Wahl zum Nationalrat. Nicht? Man muss wohin gehen, sich ausweisen und macht dann das Kreuzerl bei Ja so oder Nein. Oder? Genau, aber wenn man mit seiner Stimme jetzt viel komplexer verfahren könnte, wäre anderes möglich. Ich kann es Ihnen konkret sagen. Bitte. Ich habe Jus studiert, ich denke mir, im Bereich Recht kenne ich mich aus, da stimme ich selber ab. Aber in vielen anderen Bereichen kenne ich mich nicht aus. Ich habe einen Freund, der hat Bio- und Umweltressourcenmanagement studiert und der kennt sich bei Biologie aus. Mhm. Und in Sachen, die Biologie betreffen, könnte ich jetzt sagen, der kennt sich besser aus und ich vertraue ihm, weil ich ihn persönlich kenne. Der soll für mich meine Stimme abgeben in dem Bereich. Das kann ich bereichsspezifisch machen. Mhm. Ich kann sagen, in dem Bereich der, in dem Bereich der, in dem Bereich der. Und ich wiederum in meinem Bereich kenne jetzt jemanden, der im Bereich Recht sich besser auskennt als ich, zum Beispiel einen Professor. Mhm. Dann gebe ich dem meine Stimme und alle, die mir die Stimme geben, die Stimmen wandern weiter, weil ich es auch weiter delegiert habe. Mhm. Und es ist transparent, das System. Mit anderen Worten, es bilden sich Ketten. Ich habe dann mehrere Personen, die immer die Stimme weiterreichen. Es ist alles transparent und je mehr Teilnehmer sind, desto mehr wächst einerseits die Macht, aber gleichzeitig auch die Kontrolle. Und je weiter die Kompetenz ansteigt, desto mehr ist auch die Kontrolle von Kompetenz hinterlegt. Insofern wäre es möglich, ein System zu schaffen, wo man aus der Bevölkerung das gesamte Wissen besser herauszieht, als es jetzt heutzutage den Abgeordneten möglich ist. Aber es ist ein bisschen so eine Demokratie für die Gescheiten, nicht? Und die Dummen haben dann, und das sage ich jetzt sehr überspitzt, die weniger formal Ausgebildeten haben dann keine Möglichkeit mehr, bei Dingen mitzustimmen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie tatsächlich eine nicht so gut argumentativ unterlegte Entscheidung treffen. Naja, einerseits muss man sagen, dass natürlich das Wichtigste ist, dass die Entscheidung argumentativ hinterlegt ist und auch Sinn macht.
Aber warum? Warum kann ich nicht in einer Demokratie auch eine falsche Entscheidung treffen? Aber ich treffe sie, ganz gleich, welche formalen Kenntnisse ich in einem Bereich habe. Ihr Argument ist gegen Demokratie an sich, weil das ist heute im heutigen System auch nicht anders. Es ist noch viel krasser. 183 Leute entscheiden über 8 Millionen und man gibt einmal in 5 Jahren seine Stimme de facto ab. Ich habe sie dann nicht mehr. Das heißt, alles, was mehr Demokratie, Einbindung der Bevölkerung wäre übers Internet, wäre besser, wäre eher zu dem, was Sie sagen, zur Rückkopplung zur Bevölkerung hin. Im Übrigen kennt sich jeder in irgendeinem Bereich aus. Danke für Ihre Vorschläge, dass Sie bei uns waren. Danke.